wie wir uns, also sagen wir, mit der Sache beschäftigen, wenn die Patienten zu uns kommen, führen wir als allererstes dann die Labordiagnostik durch. Ja, das ist sehr wichtig, dass wir erstmal endokrinologisch, beziehungsweise was Hormone anbelangt, dass wir gewisse Krankheiten ausschließen, ja, beim Haarausfall. Dazu gehören Schilddrüsenerkrankungen natürlich, Eisenmangelanämie, worunter nicht sehr viele Frauen leiden, oder auch natürlich weitere Erkrankungen, die eigentlich mit Internisten abgeklärt werden sollen, wie zum Beispiel Darmerkrankung. Manche von diesen Patienten leiden auch unter Reizdarmsyndrom. Auch das muss eigentlich genauer abgeklärt werden, woher eigentlich dieses Syndrom herkommt. Und wenn wir erstmal all die Informationen zusammen haben, dann können wir auch natürlich eine gute Therapie einleiten. Die Frau sagte ja, dass sie auch Kinderwunsch hat, nicht erfüllt. Kann da ein Zusammenhang bestehen? Nicht unbedingt. Das kann ich sehr, sehr, sehr schwer diesbezüglich was sagen. Aber ich glaube, das war auch so, dass sie auch eine Schilddrüsenerkrankung hatte. Ja. Ja? Und ich kann mich nicht mehr so genau entsinnen, ob das jetzt Hyper, also das war eine Überfunktion oder war das eine Unterfunktion, kann ich jetzt nicht sagen. Aber natürlich, Patienten mit Schilddrüsenerkrankung leiden, klar, häufiger an Haarausfall als im Vergleich zu Frauen, die eben nicht diese Erkrankung haben. Führt dann die Behandlung der Schilddrüsenunter- oder Überfunktion zu einer Verbesserung? Ja, auf jeden Fall eine Anstellung ist hilfreich. Aber desto trotz haben die Patienten noch weitgehend so einen sukzessiven, sagen wir, Haarausfall, der noch zusätzlich mit bioregenerativen Therapien eigentlich behandelt werden soll. Was versteht man unter bioregenerativen Therapien? Das ist das, was eigentlich die Therapie ist, die eigentlich derzeit sehr, sehr, sagen wir, auf jeden Fall bei uns und in einigen anderen Praxen auch sehr häufig eingesetzt werden gegen verschiedene Haarausfallerkrankungen. Und unter bioregenerativen verstehen wir letztendlich etwas, was wir aus dem Patienten gewinnen. Also das können Blutzellen sein. Speziell, was man darunter versteht, ist dann, oder was bekannt ist, ist die PRP-Therapie. Da werden, sagen wir, wird von dem Patienten Blut abgenommen, das wird zentrifugiert und daraus gewinnen wir die Wachstumsfaktoren, die eigentlich in den Thrombozyten enthalten sind. Und genau diese Wachstumsfaktoren, also aus dem Patienten gewonnen, wird dann wieder in die Kopfhaut, wird in die Kopfhaut injiziert und das führt dann dazu, dass dann degenerierten Haarfollikel, dass sie sich wieder vitalisieren können und kräftigeres Haar produzieren können. Und vor allem, wir können etwa 80% der Fälle den Haarausfall stoppen. Also das wäre so ein typischer Fall, wo man damit einen Versuch machen würde? Nicht nur ein Versuch, sondern wird höchstwahrscheinlich sehr hilfreich sein, erstmal den Haarausfall stoppen. Mhm. Wie weit dann wir in der Lage sind, dass die Haarfollikel, die beschädigt sind, nochmal ein neues Haar produzieren können und ein kräftiges Haar, das ist individuell unterschiedlich. Was sind das für Kosten, die für diese Behandlung angefallen? Absolut unterschiedlich. Das wird absolut. Das können die Kosten können variieren von 300 bis 600 Euro. Also derzeit, wie das in Deutschland eigentlich gehandelt wird. Für eine Behandlung? Für eine Behandlung. Also, wir machen das so, dass wir 6 Behandlungen hintereinander in Form von einem Schema durchführen, dass das alle 4 Wochen kommt. Die Patienten zu uns, es wird direkt Blut abgenommen, zentrifugiert und wir injizieren das mit Hilfe einer Mesopistole, teilweise bis zu 3000 Anstiche, die kaum schmerzhaft sind. Das heißt also, man muss jetzt sagen, man hat ein größeres Investment dafür, aber eben auch eine große Chance, dass doch die Sache gestoppt wird zumindest. Absolut, in 80% der Fälle können wir den Haarausfall stoppen. Haben Sie Erfahrungen im Vergleich zur Behandlung mit Minoxidil? Also ich bin persönlich, sagen wir, kein Freund der Minoxidiltherapie. Also es wird sehr häufig eingesetzt, es wird sehr häufig von Kollegen verschrieben. Ich finde, dass im ersten Jahr scheint Minoxidil wirklich zu wirken. Viele Patienten bestätigen das, aber mittelfristig bzw. langfristig hat Minoxidil aus meiner Sicht kaum Wirkung bei den Patienten. Also ich kann ja nur auf meine Ergebnisse, sagen wir,
nicht beziehen. Und das ist so, dass etwa 90% meiner Patienten von einem Netzen-Dienst-Therapie gar nicht profitieren. Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt uns einfach. Und wenn das euch gefallen hat, dann gebt uns einen Like.